Guten Morgen, meine 4,5 Meter großen kanadischen Augapfelschlürfer-Tiefkühlfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Was die Begrüßung jetzt sollte, weiß ich auch nicht. Wir sind im Moment im Basislager auf der Expedition und Schmünter sieht traurig aus. Ja, das Letzte, was passiert ist, ist, dass Plaudergei und Knuddeluff entschieden haben, dass alle Teams einfach aufbrechen werden, um selber nach Hinweisen wegen dem Nebelsee zu gucken. Und dabei hat Palimpalim ist hoffentlich die richtige Entwicklungsstufe, wenn nicht, schlagt mich in den Kommentaren zusammen, von einer Legende erzählt, von einem Pokémon, das Gedanken löscht, das am Nebelsee leben soll, um ihn zu beschützen. Und jetzt, ja, an dieser Stelle geht's weiter. Ich kenne diesen Ort. Ah ja, und Schmünter glaubt, den Ort zu kennen. Der Legende zufolge kann das Pokémon selbst für das Gedächtnis von anderen löschen. Ist das beides wirklich nur Zufall? Vielleicht war ich hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Vielleicht habe ich dann Selfie getroffen und es hat ein Selfie gemacht und damit mein Gedächtnis ausgelöscht. Könnte das passiert sein? Natürlich genau so und nicht anders. Hey, Schmünter! Wieso bist du da und so abgelenkt? Das bist du sonst nie. Beeilung, holen wir unsere Sachen und gehen in den Wald. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir mit Items steht, deswegen warum nicht gucken? Also, ich brauche nicht so viele Sinelbeeren. Top Alex ja auch nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und ich lerne aus meinen Fehlern. Oder auch nicht, ich nehme hier garantiert nicht meinen letzten scheiß Belebersamen mit. Ich dachte kurz, ich hätte den Knopf, der B darstellt, vergessen, weil ich ihn dreimal gedrückt habe und nichts passiert ist. Das wäre es jetzt gewesen, ein paar Tage zwischen dieser und der letzten Aufnahme. Ja, ich bin soweit. Nebelwald oder Waldpfad? Ja, Nebelwald. Gut, gehen wir durch den Nebelwald. Okay, nichts wie los. So's. Wie auch immer, vielleicht liegt hier der Schlüssel zu meinem verlorenen Gedächtnis und es war wirklich kein Alkohol. Nebelsee. Vielleicht da halte ich ein paar Antworten, wenn wir ihn finden. Was denn das? Das sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Und mich wundert es jetzt sicher absolut nicht, dass keins der anderen Gildenmitglieder den gesehen hat, obwohl wir gerade 5 Meter vom Basislager entfernt sind und hier gerade alle lang gerannt sind und der mitten auf dem Weg rumliegt. Nein, nein, das wundert mich nicht. Er ist rot und wunderschön. Es ist eher eine Art Edelstein. Boah, der ist ganz warm, als würde aus dem Inneren des Steins Hitze kommen. Wie seltsam. Lava scheint das nicht zu sein. Echt? Wenn das Lava wäre, du bist auch noch ein Pflanzen-Pokémon. In meinem Original-Let's Play bei Lord Ecke war dieser Satz noch irgendwie logisch. Aber bei einem Pflanzen-Pokémon, wenn das Lava wäre, dann würdest du da jetzt nicht so stehen. Was könnte es sein? Vielleicht ist er selten. Ich nehme ihn mit. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ja, Dungeon Time. Nebelwald. Oh, es beginnt ganz schwer, die erste Ebene. Da muss ich mich echt anstrengen, um nicht direkt wieder down zu gehen. Solange es hier aber keine Pudoks gibt, bin ich relativ optimistisch, dass heute wieder alles klappt. Und irgendwie will heute diese Sprint-Taste nicht, also auf meiner Tastatur Z. Die reagiert verdammt wenig. Deswegen, wenn ich irgendwann zwischendurch nicht renne, sorry, ich war's nicht. Ihre! Ja, dann mach halt mal. Mir nach hätten wir ihn jetzt nicht bekämpfen müssen, aber schadet ja auch nicht. Apropos,
Mann, bist du greedy. Ich hätte ihn einfach schlafen lassen. Aber da hat Fragezeichen und Alter, was denn los? Heute geht's ja mal wieder easy. Mal ernst. Es ist eigentlich normal, wenn ich durch Dungeons renne, dass ich dann etwa bei der Anzahl der Minuten, bei der ich bin, auf der Ebene bin ich auch. Das fällt mir echt auf. Also meistens bin ich so nach jetzt bei einem hohen Dungeon, großen Dungeon als Beispiel, nach 17 Minuten auf Ebene 17. Das ist an sich normal. Aber eigentlich auch nur, wenn ich mit dem Dungeon in der... Oh fuck, ich wollte eigentlich... Wenn ich mit dem Dungeon am Anfang beginne. Wenn man erst bei 4 Minuten in den Dungeon geht, ist es nicht gewöhnlich, wenn man bei 5 Minuten schon auf Ebene 5 ist. Warte, dann mach du mal den da oben. Ich warte auf das Darm hier, Plex. Oh. Da lädt er sein Kamehameha auf, wo wir gerade davon reden. Stimmt, Nebel schwächt alle Attacken außer Typ normal. Wow, da hat er trotzdem überhaupt nichts gemacht. Wundert mich, dass das Ding dadurch krepiert ist. Ja, und wo ist hier die Treppe? Wie viel macht das? Ja, okay, genug. Was? Platscher hat in diesem Spiel einen Sinn? Damit springt man anscheinend ein bisschen weg. Ich meine es jetzt nicht gerade krass oder so. Aber es ist nicht komplett irrelevant offensichtlich. Und wir reden hier immerhin über Platscher. Oh, wie viel macht denn auf dich ein Funkensprung? Alter, ich mache hier echt keinen Damage in dem Dungeon. Kann das? Und warum macht Fragezeichen Man hier alles fertig? Der macht ja 87 mal mehr Schaden als ich. Ja, renn nur. Wo fehlt mir noch was? Nochmal zu einem Thema, das wir im letzten Part wieder hatten. Zum Thema, wenn ich einen Raum nicht untersuche, einen einzigen, dann wissen wir, da ist die Treppe. Ich will das ja jetzt nicht mit der derzeitigen Situation assoziieren, aber das ist genau diese Situation anscheinend. Okay, nach unten ging es auch noch, aber nee. Vor allem bin ich nicht hier gespawnt. Das heißt, ich hätte nur einen Meter nach hinten laufen müssen. So, ich nutze die Runde für einen Ladevorgang. Und jetzt zack. Jetzt mache ich auch mal Damage. Siehste Fragezeichen, Man. Dafür kriegen wir die Treppe als Belohnung. Oh, die Treppe. Lass mich raten. Digga, der One-Hitter ein Pinsier mit dem Schiert. Das wollte ich nicht. Alter, Diagonaler. Okay. Entweder boostet Nebel Pflanzenattacken und ich wusste das nicht. Oder Fragezeichen, Man, ist eine absolute Maschine und viel zu broken für dieses Spiel. Der zerstört alles und jeden. Wie viel machst du dem Ding eigentlich? Ja, dass das nicht wirklich viel macht, war mir klar. Boah, auf dich habe ich mal gar keinen Bock. Mach mal Fragezeichen, Man. Warum wusste ich, dass der hier nicht gerade viele Probleme haben wird.
Ich will nur sprinten. Ach, guckt euch mal das Ding an. Willst du mich verarschen? Dann halt nicht. So, welchen Raum habe ich einfach übersprungen auf der Jagd? Da oben, wo das Karpitz geschlafen hat, nach unten. Da ist die Treppe, Leute. Level 15, easy. Also, wo die Treppe ist, wissen wir jetzt schon mal. Jetzt kann ich auch... Ah, nein, tatsächlich nicht. Jetzt kann ich dem guten Fragezeichen-Man sagen, dass er sich verpissen soll, wenn ich will. Das heißt auf Deutsch, er flüchtet vor allen Gegnern. Das kann auch sinnvoll sein später mal. So, und weißt du, wer dieses Mal meinem Ruckzuck-Hieb nicht ausweicht? Genau. Blitz. Hört, das ist halt doof. Das hört sich nach einer richtig guten Elektroattacke an. Und ist eine total schlechte Normalattacke. Ach, bin ich durch? Das war echt verdammt schnell. Wenn man bedenkt, dass ich... Das waren 11 Ebenen in 11 Minuten Aufnahme. Bloß, dass ich erst bei Minute 5 ungefähr in den Dungeon gegangen bin. Unglaublich, dieser Ort besteht aus lauter Wasserfällen. Aber wo sind wir? Ist das der tiefste Teil des Waldes? Ja, hier ist kein Wald mehr. Wir sind gerade durch den ganzen Wald gegangen. Wenn da kein Wald mehr ist, ist es auch sicher der tiefste Punkt des Waldes. Ich? Nein. Der Nebel ist so dicht, dass ich nicht weiß, welchen Weg wir nehmen sollen. Wie wär's mit dem Einzigen, der vor uns ist? Hey. Ah, guck mal, da ist Krebskorps. Wenn ich den sehe, kriege ich Augenkrebs. Hahaha. Ey, habt ihr schon was gefunden? Nee, wir sind gerade erst hier angekommen. Und du, Krebskorps? Nee, aber auch nichts gefunden. Lasst euch nicht entmutigen. Aber es gibt da was, das interessant ist. Interessant? Da, guckt's euch an. Was ist das? Keine Ahnung. Scheint eine Statue von einem Pokémon zu sein. Aber was ist das für ein Pokémon? So ein Vieh habe ich noch nie gesehen. Oh, ist das eine Inschrift? Ich denke, da wird Text auf diesem Stein stehen. Und wenn das der Fall ist... Fragezeichen, Man. Was ist es sonst? Das sind Fußabdruck-Runen. Lass mich lesen. Schmünter kann das ja nicht. Entfache wieder das in Grudern erloschene Leben. Dann wird die Hitze der Sonne den Himmel entflammen. Alle Pflanzen-Pokémon werden sterben und der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Was, der Pfad zum Schatz? Das mit den Pflanzen-Pokémon habe ich jetzt einfach mal überlesen. Das ist mir scheißegal. Herr Schmünter, Schatz, ist vielleicht damit der Schatz von Nebelsee gemeint? Der Pfad zum Schatz wird enthüllt und ich werde sterben. Das heißt also, der Schlüssel zum Nebelsee liegt vielleicht genau hier versteckt. Hallo? Danke. Ey. Meinst du jetzt for real oder... Ey, wir sollen das Rätsel hier lösen. Dieser Teil der Fußabdruckruhen. Das in Grudern erloschene Leben. Was heißt das? Grudern ist also diese Statue? Ey, was sollen wir jetzt tun? Das Leben wieder entfachen, das in dieser Statue war? Ja, aber das Leben entfachen. Wie machen wir das? Aber warte einen Moment. Ich hab ne Idee. Berühr mal die Statue, Schmünzer. Vielleicht siehst du was, Schmünzer. Genau das dachte ich mir auch gerade. Genau das wollte ich auch gerade sagen, ja. Wenn ich so den Weg zum Nebelsee finde und vielleicht den Schlüssel zu meiner eigenen Vergangenheit, wenn die Antworten in dieser Statue liegen,
sicher genau da drin. Die Statue zeigt nicht den Weg oder so, aber die Antworten liegen in der Statue. Los, tu es! Jag sie in die Luft! Schmünter berührt die Statue. Spürst du was? Ja. Ich glaube, in der Statue ist Alkohol drin. Das ist es. Es ist hier. Es ist hier. Was war das? Und warum war das nichtssagend? Wessen Stimme war das? Das wüsste ich auch gern. Bitte was? Schon so kurz nach dem ersten Mal? Obwohl, ja, okay, doch. Jetzt ist nur die Scheiße. Ich weiß, dass das ein Dialog ist, aber ich habe keine Ahnung, welcher Teilnehmer des Dialogs welcher ist. Ich verstehe. Setz den Meliori-Stein in das Herz von Grudon. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Vielleicht dasselbe wie schon 38 Mal. Das war anders als die Vision, die ich bisher hatte. Stimmt, das war bisher ja noch nie so. Lol. Diesmal habe ich nur eine Stimme gehört. Ich weiß nicht mal von wem. Diese Stimme, von wem war die? Ich kann nicht einmal sagen, wie sie wirklich klingt. Aber aus irgendeinem Grund lässt sie mich nicht los. Sie hält mich fest! Ah! Alles okay, Schmünter? Hast du was gesehen? Ja. Da ist eine große Steinstatue direkt vor mir. Sonst eigentlich nicht. Nee, Spaß. Was hat die Stimme gesagt? Erinner dich, es ist so lange her. Die Stimme hat gesagt, setz den Meliori-Stein in das Herz von Grudon und dann löst den Nebel auf. Warte mal. Meliori-Stein. Ist das vielleicht... Ja, Flashback von vor 15 Minuten. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Art Stein. Er ist toll. Ich nehme ihn mit. Könnte der Meliori-Stein? Vielleicht ist das der Stein, den Fragezeichen-Man gefunden hat. Was es noch realistischer macht, dass er genau am Rand des Basislagers herumlag und dass auch kein anderer ihn bemerkt hat. Oh, hier. Da ist eine kleine Aushöhlung in der Brust der Statue. Hast du was rausgefunden, Schmünter? Nee, ich tanz hier nur. Was? Der Stein, den ich beim Basislager gefunden habe, den aus irgendeinem Grund kein anderer gesehen hat? Krebskorps, hast du diesen Stein gesehen? Ey, jetzt schimmer. Welchen Stein? Ja, den hier. Oh, scheiße. Guter Dialog. Hi. Ich soll den Stein in die Brust der Statue einsetzen? Okay, warum nicht? Ich soll ihn in die Aushöhlung einsetzen. Freizeichenman setzt den seltsamen Stein in die Brust der Statue ein. Ah, Entdeckung! Explosion! Pff, Atomkrieg! Nee, irgendwie nicht ganz. Kacke, habe ich gerade meinen Monitor angespuckt? Ey, der Nebel ist weg. Der Himmel hat aufgeklart. Die Sonne blendet richtig. Das heißt, ich werde sterben? Nee, sieh mal. Ihr beide da oben, guckt mal. Ey, was denn das? Das sieht man jetzt nicht. Auf dem Topscreen sieht man eine sehr komische Säule. Nächstes Mal so ein bisschen wie so ein Weinglas oder ein Pokal geformt. Von dem Wasser runterläuft. Eben die Wasserfälle hier. Und wir stehen am Fuß davon. Das ist, was der Nebel verborgen hat. Kein Wunder, dass der Nebelsee bis jetzt unentdeckt geblieben ist. Wir sind selbst auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hey, du meinst also... Du meinst, dass der Nebelsee da oben ist? Hey. Ja. Der Nebelsee muss da oben sein. Ah, nee, jetzt zeigt man's nochmal. Wie ihr sagt. Meine Beschreibung war toll. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, warum nicht?
Ey, lang genug gegafft, Leute. Erzählt's allen in der Gilde. Geht ihr zwei schon vor. Okay. Gehen wir los, Schmünzer. Auf zum Nebelsee. Halt, stopp! Ja, Spaß dies schon wieder. Gut gemacht. ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt seid ihr für uns nutzlos. Hey, wir stammen den Schatz ab. Danke euch. Ihr seid kacke. Deswegen seid ihr also mit auf Expedition gegangen. Ihr habt das die ganze Zeit geplant. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Nein? Ich sag's ja nur ungern, aber wir müssen euch jetzt aus dem Weg schaffen, denke ich. Ich schlage euch die Fresse ein! Habt ihr unsere letzte Auseinandersetzung schon vergessen? Ich darf euch daran erinnern, dass ihr gegen Smogger und mich verloren habt. Weil wir euch ins Gesicht gefurzt haben. Ja. Okay. Ihr werdet wieder verkacken. Genug geredet. Fresst unsere Scheiße! Halt, warte auf mich! Hä? Ein perfekter Apfel, ein perfekter Apfel! Endlich hab ich dich, mein perfekter Apfel! Will ich meinen perfekten Apfel verlieren, dann will ich... Oh, ihr zwei! Und meine Freunde auch! Alle sind zusammen, hurra! Gildenmeister, was machst du hier? Was ich hier mache? Ich bin im Wald spazieren gegangen. Da ist mir mein perfekter Apfel einfach nach vorne gerollt. Also rannte und rannte ich und nun bin ich hier. Oh ja, ihr zwei solltet hier nicht rumtrödeln, findet ihr nicht? Ihr habt doch einen Job zu erledigen, oder? Dann geht schon, geht. Aber ihr wollt nicht auf euren Gildenmeister hören? Buh! Buh! Schnell, geht unerkundet. Okay. Gehen wir, Schmünzer. Viel Glück. Oh, ich hoffe, es gibt bald gute Neuigkeiten. Lalalala. Gildenmeister. Was ist denn, Freund? Wir dachten uns, wir sollten auch auf Erkundungstour gehen. Das ist nicht nötig. Das kann ich von meinen Freunden nicht verlangen. Wir überlassen den beiden das Erkunden. Warten wir auf ihren Bericht. Boss, das ist langsam echt seltsam. Team Gelbfalkon wird uns um den Schatz bringen, wenn wir nichts tun. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendwas tun. Bringen wir den Gildenmeister um. Dann jagen wir Team Gelbfalkon. Was glaubt ihr, dass das gut geht? Knudlow ist irgendwie gruselig. Na, keine Sorge, der wird schon keine Probleme machen. Und außerdem, das heißt, dass Knudlow einen unglaublich kostbaren Schatz besitzt. Echt? Ja, ich hatte sowieso vor, ihn loszuwerden. Jetzt haben wir eine gute Möglichkeit. Hey, Smogon, furzen wir ihm ins Gesicht. Wir werden Knudlow so richtig vorknöpfen, Leute. Nix für Unmut. Aber der große, berühmte Erkunder Knudlow kriegt jetzt einen Furz ins Gesicht. Ja. Kapitel 9. Das Mysterium des Nebelsees. Snees. Ey, ich sehe es, Schmünter. Siehst du, da ist ein großer Riss. Das nennt man Höhleneingang. Ich glaube, wir können da durchgehen. Das haben Höhleneingänge so an sich. Ist das Dampf? Nee! Das sind Wolken, die durch Hitze entstehen, wenn man Wasser kocht. Was soll das sonst sein? Ich frag mich, ob es da drin sehr heiß sein wird.
Wenn man mal sieht, dass das Wasser schon rechts unten am Kochen ist? Ja! Aber jetzt ist es zu spät, um kalte Füße zu bekommen. Obwohl die ja, wenn, dann heiß werden. Ich zitter schon vor Spannung, Schmünter. Was uns da drin wohl erwartet? Und was auf dem Gipfel erwartet? Ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, was uns bevorsteht. Wir betreten gleich einen Ort, an dem noch niemand vorher war. Bei dem Gedanken rast mein Puls. Gehen wir, Schmünter. Lass uns hingehen und nach oben steigen. Hallo, bin am Aufnehmen. Er musste jetzt sinnvollerweise nochmal Pause machen. Wegen Grund habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Kann ich eigentlich? Nee. Naja, ich wollte die Folge aber hier sowieso beenden. Wartet. Jetzt! Ich musste einfach was machen, dass ich hin und wieder bei meiner Tastatur hab. Und zwar mal den Knopf so richtig so kaka drauf drücken, dass wahrscheinlich eine normale Tastatur krepieren würde. Naja, das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Lasst doch auch mal ein Abo da. Bis dann. So's.